Wir sitzen hier im Theater am Hexenturm in Coburg, das wieder geöffnet hat, zwischen den Stuhlreihen. Und das wir wieder geöffnet haben und die 12 Künstler, die hier feine Kleinkunst, alles Profikünstler, auf die Bühne bringen, dass die jetzt auch wieder arbeiten können, das liegt daran, dass wir gerade ein Crowdfunding erfolgreich abgeschlossen haben. Und das hat angefangen mit 10 Euro. Dann wurde es wieder ein bisschen mehr und ein bisschen mehr. Und 3 Tage vorher lag es bei 3.000 und erreicht werden mussten 5.000, sonst hätten wir alles oder nichts, nichts bekommen. Und dann, die letzten 2 Tage, kamen dann tatsächlich nochmal 3.000 dazu. Das ist so ein bisschen wie 5 Brote und 2 Fische. Und eine Vermehrung, an die man nicht glaubt. Aber wenn man fest entschieden ist, dann geht es vielleicht doch. Irgendwo auf der Welt, mitten auf der Welt, dort, wo der Horizont ist, nicht unweit einer Stadt, Bethsaida, an einem Berg, viele Menschen, 5.000 Männer, die Frauen und die Kinder nicht gezählt, die Hunger leiden. Und was dort passiert, das wissen wir jetzt ganz genau. Ich habe dazu jetzt einfach mal ein Gedicht geschrieben. Wer teilt, dem ereilt ein großes, ungeahntes Glück. Unerwartet, bedingungslos, gestartet im Augenblick, getragen vom Glauben und der Entscheidung, dass alle satt werden, nicht nur bei einer Speisung. Wer teilt, dem ereilt, ohne jegliche Verpflichtung und ohne Erwartung, pure Freude. Oft nach fester Entscheidung des Weitergebens von ungenutzten Jetzt und Heute ganz bewusst wechseln Tische, Stühle im freudigen Geben die Besitzer und zaubern auf beiden Gesichtern dieses unverkennbare Sternenglitzer. Wer teilt, dem ereilt ein großer, plötzlicher Gewinn. Sei es beim alten Wissen um jedes Kraut und seinen Sinn, so gelingt blitzschnell Girschpesto, Brennnesselsuppe und Löwenzahnsalat, dass alle erkennen, es braucht nicht viel auf der Spur zur Mutter Natur. Wer teilt, dem ereilt ein großes, unerwartetes Fest. Lauter Fäden beim Teilen zum Knoten gebunden, unerwartet, bedingungslos, entsteht ein festes Netz, das alle auffängt und abhält von bösen Wunden. Wer teilt, dem ereilt ein bedingungsloses Meer an Liebe. Ohne nachzudenken, zu besinnen, abzuwägen, im Einfachgeben, kommt es auf einmal plötzlich von allen Seiten zurück, überrascht uns an jeder Ecke und in jedem Augenblick. Wer teilt, dem ereilt ein großes, ungeahntes Glück. Wer teilt, dem ereilt ohne jegliche Verpflichtung pure Freude. Wer teilt, dem ereilt ein großer, plötzlicher Gewinn. Wer teilt, dem ereilt ein bedingungsloses Meer an Liebe. Wer teilt, dem ereilt ein großes Unerwartetes.